Herzlich willkommen zu einem neuen Videoausschussreport. Diesmal werde ich sogar von zwei Digitalausschüssen berichten. In dieser Woche haben nämlich auch zwei stattgefunden. Am Montag hatten wir einen Sonderausschuss, weil das Bevölkerungsschutzgesetz auch vom Digitalausschuss mitberaten worden ist. Und das wurde ja schon vor dem eigentlichen Ausschuss am Mittwoch im Bundestag verabschiedet, musste also auch vorher diskutiert werden. Das haben wir gemacht. Ist ja ein Thema, das offenbar große Teile der Bevölkerung und auch zu Recht bewegt hat. Wir haben Tausende von E-Mails bekommen, die in der Regel durch so automatische E-Mail-Generierprogramme abgeschickt worden sind, in denen zum Teil aber wirklich krude Sachen drin standen. Unter anderem, es soll sich um ein Ermächtigungsgesetz handeln, was wirklich eine extreme Verharmlosung der Nazi-Zeit ist. Denn mit dem Ermächtigungsgesetz haben damals die Nazis mit den Stimmen der NSDAP den Weg freigemacht dafür, dass Hitler alles alleine bestimmen konnte, das Parlament nichts mehr zu sagen hatte. Und davon kann man wirklich überhaupt nicht reden bei diesem Gesetz. Denn auch wenn die Linke dagegen gestimmt hat, haben wir das vor allem gemacht, weil es nicht weit genug darin gegangen ist, die Rechte der Exekutive einzuschränken. Also den Parlamenten mehr Rechte zu geben. Mit diesem Gesetz hat das Parlament also mehr Rechte als vor diesem Gesetz und nicht weniger. Es gab aber auch andere Dinge, die in diesen E-Mails zum Teil falsch drin standen. Zum Beispiel, und da sind wir jetzt wieder beim Ausschuss, dass es mit der dort festgeschriebenen digitalen Einreiseanmeldung auch einen digitalen Impfnachweis geben soll oder einen sogenannten Immunitätsnachweis. Natürlich habe ich das angesprochen im Ausschuss, habe die Vertreter des Bundesgesundheitsministeriums gefragt, was genau an Daten werden denn bei dieser digitalen Einreiseanmeldung erhoben. Die Antwort war ganz klar, diese Reiseanmeldung auf Papier gibt es schon seit dem Frühjahr. Es wird dort abgefragt, aus welchem Land kommt man, aus welcher Region innerhalb des Landes. Elektronisch wird dann in einer Datenbank geprüft, ob die Region und das Land aktuell Risikogebiete sind. Wenn die Antwort ein Ja ist, wird auch noch gefragt nach den Stammdaten, Name, Adresse, Kontaktdaten und die werden weitergegeben an das Gesundheitsamt. Es wird auch gefragt, mit welchem Reisemittel man eingereist ist, Flugnummer, Zugnummer und so weiter, weil man so vielleicht mögliche Clusterfälle identifizieren kann. Es wird nicht nach Symptomen gefragt, wie das übrigens auf Papier der Fall war bisher. Und es wird auch nicht nach dem Impfstatus gefragt. Das ist also kein digitaler Impfausweis. Stimmt einfach nicht. Ich habe gefragt, ist sowas vielleicht geplant? Nein, es ist auch nicht geplant. Das zweite Thema, das wir diskutiert haben in diesem Bevölkerungsschutzgesetz, steht an einer Stelle auch etwas von DEMIS drin. Und DEMIS heißt Deutsches Elektronisches Meldesystem für Infektionsschutz. Muss ein bisschen nachdenken bei so Abkürzung. Und dieses System soll dafür sorgen, dass die elektronischen Meldungen von Infektionskrankheiten, von meldepflichtigen Infektionskrankheiten, schnell von Labor ans Gesundheitsamt, an zuständige Länderbehörden, aber auch ans RKI gehen. Das funktioniert heute fast nirgendwo. Überall werden da Fax in der Gegend herumgeschickt. Es wird viel Zeit verloren. Das soll sich mit DEMIS ändern, und zwar schon seit 2016. Deswegen habe ich mich gewundert, dass in diesem Bevölkerungsschutzgesetz steht, dass bis Ende 2022 diese elektronische Prozesskette erst abgeschlossen sein soll. Ende 2022 haben wir ja hoffentlich Corona überstanden. Da habe ich mich gefreut zu hören, für Corona sollen diese Meldewege insbesondere zwischen Labor und Gesundheitsamt schon zum Januar 2021 elektronisch möglich sein. Erst für andere meldepflichtige Infektionskrankheiten soll das nach und nach bis Ende 2022 umgesetzt werden. DEMIS hat sich übrigens auch deshalb so lange verzögert, weil es Konflikte gab mit der IT-Konsolidierung des Bundes. Und das bringt mich zum zweiten Digitalausschuss, dem, der diese Woche am Mittwoch stattgefunden hat. Da hatten wir nämlich einmal genau das zum Thema, die IT-Konsolidierung des Bundes. Außerdem haben wir uns beschäftigt mit den Haushalten des Finanzministeriums und mit dem Haushalt des Ministeriums für Bildung und Forschung. Aber zuerst zur IT-Konsolidierung. Die IT-Konsolidierung des Bundes habe ich manchmal bösartig auch BER des Bundes genannt für die IT, denn dieses Projekt geht auch schon seit 2016, soll insgesamt 2,5 Milliarden Euro kosten und jetzt noch bis 2025, in einigen Bereichen sogar bis 2028 dauern.
wenn dann alles wirklich fertig ist. Vor einem Jahr hat man nämlich schon mal festgestellt, nach 3 Jahren Projektlaufzeit, dass man keine Fortschritte gemacht hat, auch gar nicht weiß, wie es weitergehen soll, ist nochmal komplett zurück auf los, hat die Verantwortungen neu verteilt und eigentlich nochmal von vorne angefangen. Jetzt gibt es im Prinzip 3 große Aufgaben. Eine ist das Controlling, findet statt im Bundeskanzleramt unter Regie von Dorothee Wehr, der Staatsministerin für Digitalisierung. Das zweite ist die Betriebskonsolidierung. Die liegt beim Bundesfinanzministerium und dahinter versteckt sich zum Beispiel alle Arten Rechenzentren, die die Dienste betreiben. Das führt uns zum dritten Thema, nämlich die Dienstekonsolidierung, also die Softwareprogramme, die man zum Beispiel in solchen Rechenzentren oder auf den Betriebsrechnern, auf den eigenen Rechnern laufen lässt, in den Bundesverwaltungen. Dafür zuständig ist das Bundesinnenministerium. Die IT-Konsolidierung des Bundes ist tatsächlich ein wirklich wichtiges Projekt, weil man in den verschiedenen Bundesbehörden alle möglichen Arten Software für genau die gleichen Aufgaben einsetzt und dann natürlich eine E-Government-Kooperation zwischen den einzelnen Behörden außerordentlich schwierig ist. Außerdem kostet es viel mehr, ist viel schlechter zu warten. Man hat tausende von Rechenzentren auf Bundesebene. Das will man vereinheitlichen, konzentrieren auf weniger Rechenzentren, die aber dafür super toll arbeiten und auf wenige Dienste. Es sollen nicht mehr als 2 verschiedene Softwarevarianten für eine gleiche identische Aufgabe geben. Das ist das Ziel. Wir haben vom Bundesfinanzministerium zuerst zum Thema Betriebskonsolidierung ein Update erhalten. Da hat man jetzt 1 Jahr lang eine neue sogenannte Reihenfolgeplanung gemacht, also festgelegt, wann welche Behörde dort mit diesem Umsetzungsprojekt betraut wird. Losgehen wird das dann im zweiten Quartal 2021. Bis 2025 sollen 75% aller Behörden angeschlossen sein, die aber immerhin 95% der Arbeitsplatzrechner abdecken. Der Rest kommt dann bis 2028. Zur Dienstekonsolidierung, da hat uns Markus Richter, der CIO des Bundes, erzählt, dass Verzögerungen vor allem auf 3 Gründe zurückzuführen sind in den letzten 12 Monaten, seit er dafür die Verantwortung hat. Einmal natürlich Corona, ist ja klar. Und das zweite ist das Thema IT-Sicherheit. Muss natürlich sehr berücksichtigt werden dabei. Da hat man eine IT-Sicherheitsrichtlinie des Bundes schon entwickelt haben wollen, aber nicht ganz fertig geschafft. Jetzt ist sie aber abgestimmt. Bis Ende des Jahres soll sie dann auch komplett verabschiedet sein. Dann ist diese Hürde auch überstanden. Und die dritte Hürde ist ein chronischer IT-Personalmangel. Dem will man abhelfen, indem auch mehr Personal fürs nächste Jahr eingestellt wird. Wo man das kriegen will, werden wir sehen. Bei der Dienstekonsolidierung hat man sich für 2021 39 Projekte vorgenommen. 8 davon sind prioritär. Dazu gehören Projekte wie das Bundesportal, die Bundescloud, der Bundesclient, also die Arbeitsplatzrechner. Dazu gehört auch die elektronische Rechnung, mit der man künftig 40 Millionen Rechnungen der Bundesebene elektronisch abwickeln will. Im Zusammenhang mit der Bundescloud erzählte Markus Richter auch von der Cloud-Strategie des Bundes, die auch bis Ende des Jahres entwickelt werden soll. Da drin sollen rote Linien gezogen werden, insbesondere was den Umgang zum Beispiel mit Cloud-Anbietern aus den Vereinigten Staaten von Amerika betrifft. Die unterliegen ja dem Cloud Act. Und für den Cloud Act der USA ist es total egal, ob Server in Deutschland stehen oder woanders. Der Zugriff für US-Sicherheitsbehörden muss gewährleistet sein. Das ist natürlich ein Problem und eigentlich, ehrlich gesagt, völlig inakzeptabel. Darauf angesprochen wurde mir auch bestätigt, ja, wenn man solche Dienste in Anspruch nimmt, dann nur mit Servern in Deutschland und auch das nur temporär. Das Ziel soll also sein, andere Lösungen zu finden. Dabei soll auch Gaia X eine große Rolle spielen, komplett auf Open Source basierend und wenn auch große Anbieter aus den USA dabei sind, hauptsächlich mit europäischen Anbietern, die ihre Server nicht nur hier stehen haben, sondern auch ihren Firmensitz. Zum Haushalt des Bundesfinanzministeriums werde ich euch heute nichts erzählen. Da ging es auch viel um IT-Konsolidierung, das habt ihr schon gehört. Ganz kurz will ich zum Abschluss aber noch zur Debatte Haushaltsplan Bundesministerium für Bildung und Forschung was sagen, weil da stand digitale Bildung groß im Vordergrund. Es ging unter anderem noch einmal um die 3 Pakete, die ich hier schon mal vorgestellt habe, nämlich Soforthilfen, 500 Millionen für Computer für bedürftige Kinder, 500 Millionen für Computer für Lehrkräfte und 500 Millionen für IT-Admins an Schulen. Dazu wurde gesagt, es
gibt bereits die Umsetzungsvereinbarungen für die Computer für bedürftige Kinder. Das liegt bei den Ländern und bis Ende des Jahres soll ein Großteil dieser 500 Millionen Euro auch abgeflossen sein. Bei der IT-Admin hat man jetzt im Oktober endlich geschafft, eine Vereinbarung mit den Ländern zu schließen. Jetzt müssen die Länder auf dieser Basis eine Umsetzungsrichtlinie erarbeiten. Eine Förderrichtlinie müssen sie erarbeiten. Und dann erst können Schulen dort Mittel beantragen. Noch ein bisschen langsamer geht es bei den Computern für Lehrkräfte. Da gibt es noch nicht einmal die Vereinbarung zwischen Bund und Ländern. Da arbeitet man noch dran. Wie immer ist also ein Hauptproblem nicht die Bereitstellung der Mittel, sondern wie sie dahin kommen, wo man sie braucht. Und in einer Pandemie geht es nicht nur darum, dass sie irgendwann ankommen. Sie müssen jetzt ankommen, damit wir Bildung aber sicher machen können, auch in Zeiten einer Pandemie. Dann können wir nämlich Klassen teilen, eine halbe Klasse vor Ort in der Schule unterrichten, die andere halbe Klasse zu Hause mit digitalem Lernen, ohne Kinder davon auszuschließen, die vielleicht keinen eigenen Computer haben können. Natürlich ging es beim Haushalt des Bildungs- und Forschungsministeriums auch noch um viele andere Themen, um Impfforschung, um Digitalisierung der Hochschulen, es ging um Digitalisierung in der Lehrerbildung und vieles andere mehr. Aber wie immer kann ich euch nicht alles erzählen, sonst wird das Video einfach zu lang. Ich hoffe, ihr seid bis jetzt dabei geblieben, kommt auch nächstes Mal wieder. Und wenn es für euch interessant war, dann lasst mir ein Like da, abonniert den Kanal und verteilt den Link. Vielen Dank, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal.